Okay, wir sind jetzt auf der Abschiedszeremonie von Peter, the Smoking Crocodile. Einer der wohl bewegendsten Momente in ganz Australien. Jetzt ist nochmal ein Lied, das er sich gewünscht hat zum Abschied. Los geht's, der letzte Gang. Er kriegt eine Seebestattung und er wird beigesetzt im Lake Canberra oder so. Da ist die Bibliothek. Da. Und da ist normalerweise eine riesige Wasserfontäne. Aber nicht heute. Nicht heute, an so einem Tag. Pause gemacht. Schwersten Meter, die ich je gegangen bin. Noch nie war er so schwer. Noch nie war er so schwer zu tragen. Ich sehe gerade gar nichts. Da. Das ist die Sonne, ja. Siehst du nicht? Die Sonne, wir müssen mal Plätze tauschen. Ah, auch nicht besser. Er konnte einfach der Sonne nicht standhalten. Er ist dahin geschmolzen. Ich sehe es auf meine Kappe. Das ist traurig. Okay. Vor einem Moment habe ich vergessen, einfach, dass er ein Teil der Gang ist. Aber da habe ich bewusst drauf liegen lassen, drauf gedacht. Er war nicht nur Teil der Gang, er war auch Teil der Familie. Allerdings. Hier. Hier wird es ihm gut gehen. Das klare blaue Wasser. Hier wird es echt. Willst du noch irgendwelche Worte sagen zum Abschied, du als Mutter? Ja, ich meine beide Elternteile. Und Vater? Liebe Trauergemeinschaft! Ich finde es sehr schön, dass sich heute ja alle zusammengefunden haben, auch wenn es ein trauriger Anlass ist. Wir sind heute hier zusammengekommen, um unseren guten Freund Peter, the Smoking Crocodile, unsere deutschen Trauergäste auch, Peter, das rauchende Krokodil, zu verabschieden. Auf einmal hier sind meine Augen. Mein letzter Blick. Ich weiß nicht, was drauf ist. Da, 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 da. Ich sehe es nicht. Das ist die Sonne, man sieht überhaupt nichts. Wie auch immer. Peter war ein außergewöhnliches Krokodil. Er ist geschlüpft in Sydney. Innerhalb von 4 Tagen. Ich habe ihn zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Oh Gott. Machen wir jetzt einfach weiter. Okay. Okay. Machen wir jetzt einfach weiter. And I will always love you. I had time of my life. And I had a before. Time to, oh, to say goodbye. Bye. Okay. Seine letzten 2 Zigaretten, die er jemals kriegen wird. Viele Ärzte haben gesagt, ey, Peter, du rauchst so viel. Boah, es wird dir immer zum Verhängnis werden. Aber nein, es war nicht das Rauchen. Es war nicht das Rauchen, was ihm zum Verhängnis geworden ist. Für dich, Peter, für dich. Schwimm davon. Schwimm davon. Da ist Nummer 1. Und der Nummer 2. Das ist jetzt bestimmt schon 20 Tage begleitet. Bestimmt Gott, das war so schön. Und jetzt ist er weg. Weißt du noch, wo wir mit ihnen in Sydney waren? Au-pair-Haus. Er war so glücklich, da wollte er immer mal hin. Steht immer mal hin. Und erst gestern waren wir mit ihm bei War Memorial. Und heute. Heute ist er. Tschüss, Peter. Das ist aber das Beste so. Wir werden dich vermissen.